Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, wir waren das letzte Mal hier beim Aufräumen. Nachdem die Folge so abrupt beendet ist, da meine Mama irgendwas von mir wollte. Ja. Aber das passt wunderbar. Puppe drin, Seemaschine drin. Kommt dann noch dann das herbizide Zeug rein und da kommt dann die zwei Düngestreuer rein und dann passt es. Und den stellen wir jetzt hier hin. Der ist inzwischen fast fertig. Sieht aus wie sonst noch was. Und wir sind jetzt bei dem hier. Nachdem ich mich ja letzte Folge wunderschön auf dem Gartenzaun aufgebockt hatte, muss ich den jetzt wieder. Ja, bleibst du stehen? Muss ich den jetzt wieder erstmal schön elegant nach Hause fahren? Aber das machen wir ja. Jetzt warte einmal von der Außenansicht aus, was heißt er einmal? Und zwar steche ich das jetzt das so eng wie es geht da rein, dass wir dann auch genug Platz haben, um da ein, zwei Traktoren daneben zu bekommen, weil das wäre relativ wichtig. Desto mehr Maschinen unter in der Halle drin stehen, desto besser geht es den Maschinen. Ich habe auch immer noch nicht meine Mission abgerechnet, das werde ich jetzt in der Folge machen. Beziehungsweise das mache ich jetzt gleich, weil ich weiß, dass ich das sonst vergesse. So. Irgendwas Neues düngemäßig. Ja, da fällt 3, 2, okay. Das haben wir gesagt, machen wir nicht. Gut, nichts Neues, passt. Dann hole ich einmal unseren großen Kalkstreuer. So, jetzt geradeaus weiterfahren. Ja, mal schauen, ob wir den jetzt da wegbekommen, weil ich weiß nicht, ob der auch ein bisschen aufgebockt ist. Weiß ich nicht so aus. So. Alles, was Achtung heißt, an. Und schnell weg hier. Sonst kommen die noch raus und sagen, hey, unser Zaun. Das kostet 5000. Und sowas kann ich natürlich gar nicht gebrauchen.
Ja, euch geht's gut, gell? Euch geht's gut. Schau mal, ob die schon Milch gegeben haben. Ja, denen geht's super. Haben auch schon, wir haben 12 Kühe. Und beiden geht's super. Unseren Schafen geht's auch super, ja, die haben alles. Und unsere Hühner, die haben natürlich auch alles. Denen geht's auch super. Haben die schon was? Die haben schon was rausgeworfen. Da werde ich mir früher oder dann später mal einen Hoflader besorgen müssen, um das dann immer sauber zu machen. Nämlich Dreck am Boden, weil die zu tun zum Essen sind, das geht natürlich gar nicht. So. Wunderschön aufgeräumt hier. Und mit dem hier rein. Den gleich daneben. Was haben wir denn noch? Also hier kommt dann noch die Dünge rein, die Düngestreu hier. Ah, unser Wasserfass und unser Viehtransporter kommt auch noch gut rein. Und der kommt mit nach Hause. Der kommt mit nach Hause jetzt erstmal. Hey, ich bin Erster gewesen, Kollege. Ja, hup nicht. Ich fahre eh schneller als du, also sei leise. Hast du gar keine Rechte zu hupen? Ist immer nur der Schnellere da hupen, wenn überhaupt. Eigentlich soll ja gar keiner hupen. Aber eigentlich ist ja ein, eigentlich also. Wer hält sich daran schon bitte? Vor allem in der heutigen Zeit. Ich glaube, ich werde auch meinen Hof noch mal ein bisschen umgestalten. Was so die grundlegenden Sachen betrifft. Zum Beispiel das Silo, das kommt weg, da kommt ein anderes hin. Genau, sowas halt. Und euch da draußen wird sicher auch Leute, die einen Drehschimmel haben, aber viel zu faul sind mit Drehschimmel. Ordentlich zu fahren. Somit soll ich jetzt einen ganz einfachen Trick. Also ihr packt erstmal die Tandems alles so rein, dass ihr mit dem Drehschemel Platz habt. Das Wichtigste, was herrscht. Der Drehschemel braucht Platz. So. Jesse P bietet sich natürlich zum Einpacken immer super an. Weil die, mit der Allradlenkung, da kommt kein anderer. So. Wacht man hier auf. Wenn hier so, dann mache ich noch so eine wunderschöne Hof einfach. Das kann ich jetzt auch gleich machen. Jetzt zeige ich euch einmal, was ich vorhabe. So. Und zwar nimmt man jetzt hier das hier.
Hier ist auch Bodentyp. Ungefähr den gleichen Boden wie hier. Hier ist der. Den will ich dann gar nicht. Nee. Will ich den da? Nee. Den da. Ja, genau. Das ist der Boden, den ich will. Hier ist so ein Art Betonboden. Ich sehe aber den. Ich habe eine wunderschöne Einfahrt. Zusätzlich bekommen natürlich. So. Und dann kann ich hier von hier oben schön reinfahren. Halt, ich werde noch was machen. Hier hinten. Hier haben wir auch was drin stehen. Dann nehmen wir jetzt einmal den Boden hier. Das ist nicht der. Das ist der? Nee, das ist der auch nicht. Dann bin ich jetzt gerade dazu gekommen. Das ist der hier. Genau. Das ist der Boden. So. Dann kann ich hier so wunderschön rausfahren. Sieht so aus, als wie wenn es so der Mapper, wie wenn es der Mapper so gewollt hätte, sage ich jetzt mal. Kann ich hier mit so ein bisschen, mit sowas da Mitte das hier machen. Ja, schon muss ich das hier wegmachen. Ja, das war wieder der falsche Boden. Hier ist noch kleiner. Ist hier schon das kleinste? Okay. So. Wie gesagt, haben wir hier das ist eine schöne Einfahrt. Schnappen uns unseren Drehschimmel. Manövrieren den da rein. So. Das ist die einfachste Möglichkeit, einen Drehschimmel ordentlich einzupacken. Wenn ihr den jetzt auch noch ordentlich hergestellt haben wollt, dann geht mit dem JCB ist es einfach. Der hat eine wunderschöne Allradlenkung. Da fällt es gar nicht auf. Der voll einschlagen. Einlenken. Fertig. Kann ich hier schon zumachen. Und das hat nie jemand gesehen. So. Im Endeffekt. Wenn ich jetzt einfach wieder raus will, nehme ich jetzt einfach hier mein JCB. Voll eingeschlagen. Und hier ist einfach so schön eng um die Kurve rum. Und so gefällt mir das. Also das macht mir dann Spaß. Aber die Seemaschine. Jetzt fahren wir noch. Lassen wir den noch ansehen. Das ist ja kein Gras, sondern Sojabohnen. Ne, Sojabohnen geben gut Geld. Und Geld ist wichtig. Vor allem am Anfang. Werdet ihr sehen. Sojabohnen geben richtig gut Asche. Aber Hafer auch. Also Hafer ist auch ordentlich für das, dass es eigentlich auch nur ein Getreide ist, was auch Stroh gibt. Ist die Einnahme ordentlich. Aber wir werden in der nächsten Folge. Also ich setze ihn jetzt zwar an hier. Aber in der nächsten Folge, für die nächste Folge nehme ich 2-3 neue Mods mit rein. Und ich werde unseren Hof ein bisschen umbauen. Damit es dann passt. So. Genau.
Ihr könnt euch überraschen lassen, wie es danach dann aussieht. Das war's nämlich erstmal von mir wieder. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ich sag Servus.